Tag zusammen, heute wieder mit Pokal. Und zwar ist es das Achtelfinale gegen Wolfgang Lofink. Und das gibt mir hier die Gelegenheit, mich mal bei Wolfgang ganz herzlich zu bedanken. Der hat nämlich mein neues Buch, To Hit or Not to Hit, was voraussichtlich im Mai erscheinen wird, Korrektur gelesen. Und da doch auch noch einige Fehlerchen gefunden. Also super gemacht, Wolfgang, Dankeschön. Und ich muss allerdings auch einschränkend hinzufügen, also jede Dankbarkeit hat natürlich auch ihre Grenzen. Ich werde trotzdem versuchen, dich aus dem Pokal zu werfen. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, wie immer, bitte, wenn euch das Video gefällt, auch fleißig den Like-Button klicken und auch den Kanal abonnieren. Ja, und jetzt geht's los, ne? Okay, dann geht's jetzt los. Ich muss dazu sagen, Wolfgang hatte mich gebeten, auch ein bisschen verstärkt auf seine Züge zu achten, seine Entscheidungen. Ich denke mal, das wird möglich sein, weil heute die Zeiteinteilung ein bisschen großzügiger ist im Pokal. Ja, man hat halt 14 Minuten für 7-Punkte-Match, also gehe ich mal davon aus, dass ich auch sein Spiel dann kommentieren kann. Hier schon das erste, wenn der Gegner den Zweierpunkt macht, ist es alles andere als selber den Zweierpunkt zu machen, ist ein großer Fehler oder ein relativ deutlicher Fehler schon, also das ist alles Standard-Eröffnung, so ein paar Checks. Da sieht schon nicht mehr so toll aus. So, ja, wie spiele ich jetzt dagegen? Ich kann den Viererpunkt machen, allerdings, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie meine hinteren Steine ins Spiel bringen. Ich meine, wie soll es dann weitergehen? Könnte zum Beispiel die 2 hier spielen und die 4 hier, zu versuchen, einen Anker zu kriegen. Gefällt mir alles nicht so. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wild, zu viele Doppelschläge, ein bisschen zu aggressiv. Ich bin mir nicht sicher, aber den Viererpunkt machen, das erscheint mir ein bisschen passiv und da hinten drin stehen zu bleiben. Ich spiele es jetzt mal so, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Blöd ist halt, dass seine Zahlen gut verteilt sind. Das heißt, 2 schlagen und vom Barpunkt aus und 3, 4, 5 schlagen auf dem Dreierpunkt. ...6-1 ist natürlich kein guter, da hatte ich jetzt nochmal Glück. 4-3 allerdings auch nicht. Ist wieder die Frage, mache ich den 5er-Punkt, aber da das Blott zu lassen, scheint mir auch wieder nicht so toll. Vielleicht einfach so. Ich will aber auch kein Blott im Homeboard haben, vielleicht jetzt ran. Das gefällt mir besser. Natürlich riskant, aber ich glaube, ich muss hier was tun. Da ist natürlich die Gefahr. Muss ich schon was zeigen? Also eine 3 wäre jetzt schon nicht schlecht. Pasch 1, naja. Board stark machen. Und dann kann ich es nicht wieder direkt kaputt machen, das Board. Also muss ich 9 nach 8 spielen und ich denke mal, Wolfgang hat ein gutes Doppel hier. Einige Drohungen, ja, richtig gemacht. Schwierig, schwierig. Fällt mir schwer, das wegzuwerfen. Allerdings sind die Drohungen doch recht deutlich. 2 treffen. 3, 4, 5 machen den Punkt. Ja, ist im Rennen vorne, selbst 6, 5 oder sowas.
Ist auch gut. Gibt es überhaupt irgendwelche schlechten, ist die Frage. Oh. Also da habe ich irgendwie kein gutes Gefühl in dieser Stellung. Ich kann natürlich einfach, was hat er denn? Er hat natürlich auch schlechte Würfe, 6-4 und sowas. Es wirkt auch unnatürlich, das jetzt einfach wegzuwerfen. Wo er, ja, wo ich nicht auf der Bar stehe. Ich habe natürlich auch den Zweierpunkt gemacht, ist auch nicht so toll. Ja, also ich nehme es jetzt mal an, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ist natürlich so, ich muss einmal zurücktreffen und dann, ja, das weiß ich nicht. Ich hätte natürlich auch auf der 3 schlagen können. Jetzt entblößt er sich zu sehr. Jetzt, wenn man jetzt mal guckt, also Wolfgang, das hätte ich nicht gemacht, weil die Fünfen schlagen zurück, Sechsen, Einsen und Dreien. Also wenn ich reinkomme, schlage ich auch sehr oft. Und dann bist du halt unter Druck. Ich hätte einfach 6 nach 3 gespielt, den Anker behalten und vorne geblitzt. So, das ist. Na, jetzt zum Beispiel steht Weiß doch gehörig unter Druck. Ja, und jetzt ist schon passiert. Und jetzt, meine Güte, Dreien und Fünfen treffen. Gut, ich treffe, er kommt rein. Bin immer noch weit im Rennen hinten. Ich kann auch nicht alles auf einmal machen. So, ich treffe jetzt was, er kommt rein. Wenn ich jetzt nichts treffe, dann ist auch noch nicht viel passiert. Drei Steine hinten, also ich werde noch mal würfeln. Ja, sowas zum Beispiel. Ist natürlich auch nicht schlecht. Zumindest kann ich jetzt hier ankern. Jetzt. So. Es hat sich mein. Nee, würde ich glaube ich nicht machen. Das sind zu viele Blots. Ich würde auf der 21, glaube ich, stehen bleiben. Das ist ein bisschen brutal. Nee, nee. 8 nach 3 war eine gute Idee. Bisschen aus der Schusslinie. Nee, das würde ich nicht machen. Aber gut. So, trifft gerade so mit letzter Kraft. Trifft zurück. Okay, und dann macht wahrscheinlich auch den Dreierpunkt. Das heißt, jetzt bin ich wieder sehr unter Druck, Leistung zu zeigen. Und zwar eine 5 oder eine 1. Sollte dabei sein. Ja, den Punkt machen, den Dreierpunkt machen ist sicherlich richtig. Ja, genau. So, das war schon mal sehr wichtig. Allerdings ist die Gefahr bei weitem noch nicht gebannt. Da kann noch einiges schief gehen. Für beide Seiten natürlich. Ja, schon eine wilde Partie zum Anfang und ich stehe jetzt wieder gehörig unter Druck. Ja, das verdupliziert die 5. Oder warum 8? Naja, ich würde 6 nach 4 spielen. Das ist doch ein bisschen zu passiv. Aber vielleicht. So, jetzt sollte er vielleicht sogar, ich glaube, würde auf der 1 hacken. Weil wenn ich jetzt eine 1 würfel, den zweiten Anker kriege. Ja, das ist meines Erachtens besser. Schön gespielt, meiner Meinung nach. Wird auch belohnt. Zumindest vorläufig. Ja, wenn jetzt nicht bald die 1 kommt, dann haben wir den Salat, nämlich das Gammon oder sogar Backgammon. Da sind sogar einige Backgammons drin hier, wenn es ganz krumm läuft. So. Ja, ist doch gut. Steine auf die 6 spielen, scheint mir die richtige Idee.
Ja, das kommt jetzt ein bisschen spät. Tja, irgendwie sowas wie, ja, das ist okay. Ja, noch einen. So, den sollte er auf die 6 spielen, genau. Und jetzt, wenn ich jetzt eine 5 kriege, dann gibt es noch eine ganz geringe Restchance, dass ich da noch ein Steinchen erwische. Aber die 8 ist natürlich tödlich hier für mich. So. Zumindest wird es kein Backgammon, ist doch auch was. Zwei raus, er hat ja 6 Steine auf der 6, die können da ruhig stehen bleiben. Das verstehe ich jetzt nicht. Einfach Steine rausnehmen, 6 Steine sind doch bombensicher. Und wenn ich jetzt nochmal was abschieße, also was natürlich extrem unwahrscheinlich ist, dann hat Wolfgang weniger Steine draußen. Hätte also schon da rausnehmen sollen. Ist natürlich kein Riesenfehler, weil er eh Gem gewinnt, wenn alles normal läuft. Aber trotzdem. So. Kann ich jetzt hier noch was gegen das Gemmen tun? Ups, falsch. Wäre schön. Naja, versuchen kann man es, ne? Noch so ein paar Schecks. Das war es jetzt nicht. Naja, das wird wohl auch nichts mit dem Verhindern des Gammons. Ja, insbesondere so 1, 2, 3, whatever. Vier, zwei vielleicht. Ja, Pasch 6 muss schon noch dabei sein. Jetzt hilft auch der nicht mehr. Keine zwei Crossover hingekriegt. Und das war jetzt kein guter Anfang. Okay. Bin mal gespannt auf das Take. Habe ich ja nicht so wohl gefühlt. Ja, er sollte splitten, ist alles gut, so. Und jetzt Zweierpunkt machen wirkt irgendwie komisch. Hier ist mein Spielplan, ja. Prime. Da draufhauen. Es wirkt irgendwie nicht, als wäre es mein Spielplan. Ich habe die bessere Priming-Struktur. Dann spiele ich es auch mal auf Prime. Nur die Frage, ob ich denn sowas doppeln kann bei 4-0 Rückstand. Rennen 13 Pips hinten. Was habe ich denn so für Riesen Market Loser? So. Naja, aber was habe ich zu verlieren, ist die andere Frage. Also, ich würfel jetzt irgendwie eine 4-1 oder ich mache den Zweierpunkt. Ich schlage und der kommt schlecht rein. Naja, bei 4-0 Rückstand kann man eigentlich nicht so einen Riesenfehler machen, sowas zu doppeln. Ich habe schon die bessere Struktur. So, es wird gedoppelt. Er sollte natürlich annehmen. So im Rennen vorne. Steht nicht auf der Bar. Wäre ein sehr großer Fehler, jetzt da Angst zu kriegen und einfach mal wegen der relativ hohen Führung wegzuwerfen.
Hat er auch nicht gemacht. So, jetzt Zeit für kreative Spiele. Ich will meine hinteren Steine nicht bewegen, weil Weiß hat eine Blitzstruktur, sprich würde mich gerne attackieren und droht mich auch nicht zu prime. Das heißt, der Anker bleibt so. Unter der Prämisse kann ich dann die 6 hier spielen. Eigentlich nur, weil ich den Midpoint auch nie auflöse. Jetzt ist die Frage, die 1, die 6 haben wir gefunden, die 1, was bringt die mir? Auch nicht so viel, ne? Das ist ja irgendwie cool, mein Spielplan ist Priming, das ist der Priming-Zug. Wenn er jetzt da was trifft... Also da zu schlagen, Weiß kommt rein, zieht irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich spiele es jetzt mal voll auf Priming. Das kann jetzt total bescheuert gewesen sein, aber sieht irgendwie cool aus. Muss man ja auch mal einen coolen Zug machen. So, jetzt habe ich Achten und Einsen für die Fünfer Prime. Das war vielleicht auch ein Overplay, also das... Bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das richtig war. Also zumindest spielplankonform. Ja, den Zweierpunkt, ja. Wolfgang kann sowieso keine Prime mehr bauen und der Neunerpunkt, wozu braucht man den Neunerpunkt? So, die Eins haben wir schon mal. Und jetzt geht's weiter mit dem Prime-Bau, ganz brutal. Ne, Einsen sind ja schön dupliziert und ich möchte eine 6er Prime. Das ist die Idee meines Spiels hier. Allerdings, ja, doch. Genau, das ist mein Spielplan. Vieren machen übrigens auch die 6er Prime. So, hoffen wir mal, dass er keine 1 würfelt. Ich möchte natürlich, wenn man so einen etwas kreativeren Zug macht, auch wenn es vielleicht nicht richtig war, sollte dann am Ende wenigstens klappen. Also jetzt habe ich 6en und 4en für die 6er Prime. Sechsen und Vieren. Von mir aus auch 5-1. Tja, ich glaube, Schüsse minimieren. Ich meine, Wolfgang sollte natürlich jetzt auch schon mal ein Auge drauf haben, kein Gammon zu verlieren, aber das hat wenigstens ein bisschen Gegenspiel. Vielleicht ist das doch besser und die Sechsen sind dupliziert. Ja, so 5-2 macht garantiert gar nichts. Ne, das können wir schnell erkennen. Also halten wir alles geslottet. Wow, was sonst, ne? Das war natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend. Jetzt baut er da auch noch so eine Art Prime hin, aber gut, 3en, 4en. Vielleicht, ja. So, jetzt 6-3. Darf doch mal dabei sein, oder? Okay, er ist sich noch nicht sicher. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn ich mit der 1 schlage, dann kann er wenigstens ankern. Eventuell. 9 nach 3 ist natürlich hässlich. Ja. Ich kriege die Prime hier nicht zustande. 6 und 3. Jetzt muss jetzt hier ein Spielplanwechsel her. Gut, dann spielen wir es jetzt so. Das war blöd jetzt. Das ärgert mich. So, gibt es denn nicht da was Besseres? Einfach so weiterzuziehen, das sieht sowas zu machen? Nee. Nö. Ich spiele es jetzt einfach so. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Fehler, aber das war jetzt ja mehr als enttäuschend. Jetzt muss ich irgendwie 6 und 5 vielleicht mal. Muss ich tatsächlich offen schlagen, wenn es nicht anders geht.
das Ganze hier nochmal kritisch. Ja. Wilde Partie auf einmal. Jetzt hat Wolfgang wieder ganz gute Chancen, wenn ich keine 2 zeige. Oder eine 1 oder wie auch immer schlägt. So würde ich wahrscheinlich schlagen. Sieht jedenfalls flexibler aus. Ja. Das ist schon nicht mehr schön. Ja, ist die Frage. Vielleicht auch, ja doch, man kann auch 8-2, 8-1 spielen. Weil die Einsen sind jetzt schon blöd. Das sind jetzt 2 Steine auf der Bar. Also vom Gefühl her würde ich vielleicht sogar 8-2, nee, keine 2 Blots lassen, um Himmels Willen. Nee, aber 8-2, 8-1. Na gut. So, dann geht es noch ein bisschen weiter hier, zum Glück für mich. Da haben wir wieder einen Stein geprimed. Aber da hätte ich, glaube ich, wirklich 8-2, 8-1 gespielt. Das können wir ja in der Analyse dann mal gucken. So, hier bleibt mir nichts anderes als raus. Druck im Außenfeld ausüben. Ja, wie spielt er den? 6-4 natürlich, klar. Ja, gut, das ist nicht so schlimm, sage ich im Moment. Na, ich glaube, da muss man, glaube ich, 11-8 spielen. Das ist ein bisschen zu riskant, mit 2 Blots zu spielen. Man will ja auch das Gammon vermeiden. Nee, zu wild. Das verliert zu viele Gammons. Finde ich. Na gut, wenn man den dann so elegant rettet. So, einmal ist klar. Tja, ist die ganze Mannschaft da raus? Ich denke schon, was sollen die Steine da noch? Außenfeldkontrolle? Ja, wird schon okay sein. Die 7, so, jetzt brauchen wir erstmal hier einen direkten Cover. Brauchen wir wohl noch einen direkten Cover, so wie es aussieht. Ich hoffe, der tut es dann auch. Ja, ob die 1-4 jetzt so toll war. Ja, 8 nach 4 vielleicht sogar, weil das dupliziert die 4, genau. Das sieht besser aus. Obwohl, ist das so relevant? Da ist ja nur ein Treffer mehr, also ich würde tatsächlich dann 8 nach 4 bevorzugen. 4, so. Ich möchte die Steine im Außenfeld nicht bewegen, um maximale Kontrolle zu haben. Also bleibt mir nur im Board zu spielen. Aha. Das meine ich mit Kontrolle. Jetzt habe ich möglichst viele Schüsse. Heiße Partie, er hat keine 3. Wenn er dieses. Ja, für 2 Blots ist keine gute Idee bei meinem Board. Nein, nein, er wird mit ziemlicher Sicherheit 24-15 spielen. Das glaube ich auch nicht. Das sieht mir auch. Ich meine, der direkte Weg zum Sieg ist einfach aufs Rennen zu spielen. Und das verliert wieder jede Menge Gems. Also ich würde einfach rauslaufen und hoffen, verfehlt zu werden. Ja, das wird er, glaube ich, auch am Ende ziehen, sagt mir mein Gefühl. In der Tat, Gefühl hat mich nicht getrügt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier maximale
Bilder produzieren, das ist in dem Fall gar nicht so schwierig. Aber das Board dicht. Kann ich natürlich hängen bleiben, aber ich glaube, das Board dicht zu machen ist wichtiger. Ja, da wären wir schon beim Hängen bleiben. Jetzt sollte man da doch nicht das Board dicht machen. Das ist jetzt aber auch wieder ergebnisorientiert. So gigantisch ist die Prime jetzt ja auch nicht gewesen. Ja, rausnehmen. Das gewinnt wahrscheinlich mehr Gems. So viel mehr Spiele verliere ich, glaube ich, nicht. Ich nehme mal raus. Er hat ja auch noch ein Blot, weil sein Board so schwach ist. Denke ich, kann ich mit mehr Risiko spielen. Das wäre eine Variante. Brutal auf rausnehmen. Dann gibt es natürlich auch Zwischenvarianten. Nimmt nur einen raus. Lässt auch öfter mal Schüsse. Ja, nach Tanzen. Gut, wenn er auf der 5 reinkommt, gibt es nicht viele. Also ich versuche es mal auf maximal Gammon zu spielen. Vielleicht ist das auch wieder zu wild. Tja, jetzt, wie nehme ich jetzt Steine raus? Irgendwie kann ich da jetzt keine schussfreie Stein-Rausnehmen-Variante erkennen, aber zumindest bin ich gerade. Immer noch gerade. So, jetzt wird es ja schon interessant mit dem Gemmen. Okay. Ja, er muss jetzt zwei Crossover hinkriegen. Sonst braucht er Pasch, ja, oder so. Vier Crossover helfen natürlich auch. So, 4-2 hinten. Und am Ende noch eigentlich ganz zufrieden mit dem Ausgang. Natürlich, ich meine, das stand ja nun wirklich auf der Kippe. Kein guter Anfang. Ich denke nicht, dass er doppeln sollte bei dem Score. Muss man echt vorsichtiger sein. Also, weil ich sehr viele Gewinnprozente habe. Wenn ich irgendwie da ankern kann oder sowas, gibt sofort den Viererwürfel, weil ich ja nicht mehr viel zu verlieren habe. Und also das war sicherlich zu früh bei dem Score. Ziemlich dicker Fehler, würde ich sogar sagen. Und ich weiß jetzt, also ich habe natürlich jetzt im Kopf, sobald ich irgendwas gebaut kriege, irgendwas, ein paar Drohungen entwickelt habe, dann gebe ich den Würfel zurück. Wird wahrscheinlich hier nicht aktuell werden, weil der Blitz läuft ja hervorragend für ihn im Moment. Natürlich noch die Chance auf den Zweieranker. Der wäre schon Gold wert. So, aha, damit sind wir wieder im Spiel. Noch nicht wirklich viel Drohungen. Noch ein Pasch 1 bin ich vom Redoppel entfernt, gebe ich zu. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt kommen wir schon langsam in den Bereich. Pasch 4 verliert den Markt. Naja, aber naja, er ist schon noch Favorit. Gammons gewinne ich auch nicht viel. Sein Takepoint ist 33%. Das heißt, wenn. Ach, ja. Wie aggressiv muss man das doppeln?
4-1, ich schlage ihn jetzt mit nach 4, sagen wir mal, oder 4-3 und er kommt irgendwie schlecht rein, dann steht er schon ziemlich blöd da. Ja. So. Viel zu verlieren habe ich ja nicht mehr. Oder ich mache jetzt eine 6-1, er macht einen schlechten. Naja. Aber so Pasch 2 verliert den Markt. Ich habe ein paar Market Loser, ich habe nicht viel zu verlieren. Das kann natürlich jetzt zu früh sein, aber man muss super aggressiv redoppeln in dieser Situation. Und das geht ganz schnell, dass man da den Markt verliert und den Gegner irgendwie unter. Prozent drückt, selbst nach Sondersequenz, wenn ich jetzt die 5er, gut, jetzt hat er natürlich über 33%, aber ist noch ein Prime-Punkt, naja, kommen der Sache näher. Sollte nicht slotten, weil gibt er mir noch gute Dreien? Er muss, glaube ich, einfach, ja, nee. Vor allen Dingen, nee, das kann nicht die richtige Idee sein, mir noch oben drei Dreien zu geben. Einfach, ja, irgendwie sowas, auf keinen Fall slotten. So, 6-3. Tja. Also Blitzen ist eigentlich nicht mein Plan, das kann es einfach nicht sein. Ich will ihn ja crunchen lassen und ich will eine Prime bauen. Das hieße, wieder gleiche Idee, einfach gegen die 2 spielen. Was natürlich jetzt auch durch mein Doppel passiert ist, ist, dass ich ja kein Gammon mehr verlieren kann. Aber nee, das hat irgendwie keine Zukunft. Da will ich meine Steine nicht haben. Und das sieht auch komisch aus. Läuft er mir da raus, stehe ich da. Ach, spiel's mal, versuch's mal auf dem direkten Weg hier. Ja, das war natürlich jetzt die Katastrophe. Ein schöner Spielplan drohte zu klappen und jetzt kommt mir da so ein paar Stecks in die Quere. Der war jetzt wirklich nicht bestellt. Tja, aber jetzt kann ich das irgendwie Spielplanänderung. Was soll ich jetzt machen? Das ist ja bitter. So schön, da sieht man, was diese ganze Planerei dann am Ende wert ist. Das ist auch ein Schrottwurf. Nur... Ja, wie spielt man das denn irgendwie? Ich meine, so, ich kann jetzt irgendwie, wie viele Steine soll ich denn hier totstellen? So, jetzt bin ich ja wirklich überfragt. Kann den einfach in Sicherheit bringen? Also ich glaube, vielleicht das stellt noch die wenigsten Steine tot. Da ist nämlich genau einer. Dann haben wir im Angebot sowas, lässt keinen Schuss zumindest, Sechsen sind gekillt. Ist das der direkteste, einfachste Weg zum Sieg? Das gibt es auch noch in der Variante. Zack, 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 zack. Ich meine, wenn er eine 4 macht, stehe ich eh schlecht, also sollte ich den da stehen lassen, den Stein. Spielen wir es einfach mal so. 3-6, tja, 5-3. Da rauslaufen, kann es auch nicht sein. Ja, was soll das? So, 6en, gibt es denn dann schlechte Würfe für ihn wenigstens? Auch nicht wirklich. Kleinen sind gut. Eigentlich
nichts Schlechtes. Ja, das bringt es irgendwie auch nicht. Also ist die 5-4. Naja, vielleicht können wir noch das Board bauen. Ja, das sieht schlecht aus hier für meine Pokalhoffnung. Der Paschex hat es natürlich leider kaputt gemacht. Na, zumindest das hat geklappt. Noch ist nicht vorbei. Jetzt würde ich natürlich auch mit einer 5 rauslaufen, wenn geht. Ich würde erstmal immer zuerst die 6 spielen, die ist Pflicht, genau. Dann ist die 2, spielt sich dann auch von selbst. Okay, jetzt wird er den 6er Punkt auflösen. Ja, ich kann jetzt mein Board nicht weiter kaputt machen, oder? Sowas. 1, 2, 3. Bringt es auch irgendwie nicht. Was hat er denn hier für schlechte? 5, 2, 5, 1. Naja. Die hat er aber auch, wenn ich renne. Also so habe ich ein stärkeres Board. So habe ich dann doch größere Chancen. Ich muss jetzt sowieso hoffen, dass er irgendwas Schlechtes würfelt, was er nicht tut. Ja, gut. Schade. Pokal ist wahrscheinlich zu Ende. Da ändert wahrscheinlich auch der Paschex nichts mehr dran. 2, 3, 4. Erst recht nicht. Ja, ich gebe mir ja hier noch Mühe, aber ich fürchte, ich brauche noch mindestens ein paar Schecks, um wieder im Wettbewerb zu sein. Der könnte jetzt mal kommen, noch nicht. Ja, er bräuchte natürlich auch noch Fehlwürfe, also das ist wohl das, was dann offiziell. Da gibt es jetzt die Gratulation, da bin ich mal gespannt. Waren noch einige kritische Entscheidungen, ich habe ja auch einige eher kreative Züge gemacht, die anscheinend auch zum Teil verkehrt waren. Gut, kann nichts machen. Ja, dann gucken wir uns da noch ein bisschen was von an. Ja, ist mir tatsächlich genau das Gleiche passiert wie bei meinem Online-Weltmeisterschaftsmatch gestern. Ich habe halt den Anfang des Matches total verhauen. Das ist immer ganz lustig, sich das anzugucken. Also 3,27. Konnte es ja dann noch einigermaßen reparieren, aber da ist es dann immer lustig, sehe ich dann auch mal dieses, die einzelnen Partien, die PRs der einzelnen Partien anzugucken. Schauen wir mal, Game per Game, da sieht man mit einer 9 gestartet und dann noch 1,7 und 0,6. In der Summe macht es dann immerhin noch eine 3,27, da kann ich dann noch einigermaßen mit zufrieden sein. Trotzdem wollen wir jetzt mal ins Detail gehen, was am Anfang alles schiefgelaufen ist. Vielleicht, da das gestern schon mal passiert ist, sollte ich vielleicht erstmal versuchen, am Anfang einfach weniger zu reden und erstmal in den Rhythmus zu kommen. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch Zufall. Ich meine, Stichprobenumfang 2 ist jetzt auch nicht so riesig. Aber trotzdem, das ist das zweite Mal hintereinander. Ja, den total verhauen. Ja, ist wieder, er hat halt eine Blitzstellung. Ich hätte einfach den Viererpunkt machen sollen. Das Schlimme ist, ich habe es auch gesehen, aber ich stehe da eigentlich hinten ganz gut auf dem Anker. Er will ja nur attackieren und ja, also den Anker hätte ich nicht bewegen sollen. Ich habe dann so gespielt, das war schon ein komisches Gefühl, aber ja, und dann habe ich es dann so schlecht gespielt, dass er mich natürlich auch hätte doppeln müssen. Ne? Das ist jetzt einfach eine Volatilitätssache. Hätte ich den Anker behalten, wäre erstmal meine Equity höher gewesen.
Aber er hätte auch nicht riesen Market Loser gehabt. Jetzt muss er ja, was weiß ich, er wirft Pasch 5, Pasch 3. Es gibt ja jetzt einige Granaten und jetzt ist so viel Volatilität drin, da hätte er dann jetzt aufgrund meines wirklich grottenschlechten Zuges dann auch direkt doppeln müssen. Okay. Und als er dann gedoppelt hat, es war ja nicht so schlimm, weil er konnte gegen mich ja seinen Markt verlieren, der Wolfgang. Und ich nehme es halt immer noch an. Und ja, wie ich mir das schön geguckt habe. Naja gut, es verliert einfach zu viele Gems. Da ich mich da ja so schön in die Grätsche gestellt habe, gibt es halt so viele Blitzvarianten. Ich gewinne ja einige Spiele, über 30%, aber das wird nochmal durch die Gems nicht kompensiert. Gut, dann hatte ich hier schon einen Recube. Gucken wir mal bei dem Cube. Das war mir noch ein bisschen... Ja, aber da, das ist jetzt nicht schlimm oder so. Also initial hätte ich es wohl gedoppelt, aber Recube war mir ein bisschen zu wild. Gut, der Rest der Partie war wohl von beiden Seiten, sehe ich da auch keine großartigen Blunder, die kommen dann im nächsten Spiel. So, erstmal nächstes Spiel, 4-0 hinten im 7-Punkt-Match, hier nochmal, da hatte ich auch erst überlegt, aber hier kann man nochmal sehr schön sehen, wie deutlich man seine Cube-Action doch dann verändern muss. Weil das ist natürlich bei 0-0 niemals ein Cube. Ich bin ja 13 Pips hinten. Gut, ich habe strukturelle Vorteile. Aber eben bei dem Score schon. Was ein großer Faktor ist, ist, dass der Cube, wenn er denn auf Wolfgangs Seite ist, für ihn im Prinzip tot ist. Er kommt kaum zu vernünftigen Viererwürfeln. Von daher, ja. Und ich sehe schon, mein kreatives Spiel war... Ich meine, es war schon die ähnliche Idee. Ich hätte meinen Midpoint aufgeben sollen. Also es war ideenmäßig schon okay. Ich habe die Ausführungen noch falsch gemacht. Hätte ich doch lieber schlagen sollen. Aber ja, es wirkte so cool, das Spiel. Ich glaube, das Problem an meinem Spiel ist, ich habe eigentlich wirklich nur Einsen und Achten, um den Fünferpunkt zu machen. Mit Zweien und Dreien kann ich ihn ja gar nicht machen. Also, cooles Spiel, leider ziemlich verkehrt. Ja, das da den Midpoint aufzulösen, er hätte, wie ich schon vermutet habe, glaube ich, einfach den Zweierpunkt machen sollen. Weil er hat da diese Stangen auf der 8 und auf der 6 und irgendwo müssen die Steine hin und der Midpoint ist noch ein ganz guter Verbindungspunkt zwischen den hinteren und vorderen Steinen. Okay, ich glaube bei mir gab es dann nicht mehr viel. 4-1, nee, das ist die 4-1 von mir. Ja, tatsächlich, das Punkte machen ist so gegen den Spielplan. Eigentlich will man voll auf Prime gehen. Das habe ich ja tatsächlich verstanden. Und ist tatsächlich selbst hier so, dass 9 nach 4 besser ist. Aber gut, das ist jetzt eigentlich egal. Ja, und hier noch ein paar von seinen Fehlern. Das hatte ich auch schon erwähnt. Einfach erstmal hier alles absichern. Und dann rauslaufen. Der große Unterschied sind halt die Gammons, denke ich mal. Also hier verliert er deutlich weniger Gammons. Und also deutlich, jedenfalls ein paar weniger Gammons. Ist halt etwas stabiler, die Stellung, ja. Hatten wir alles schon erwähnt. Ja, 11-8 war auch klar, warum Blots lassen. Ich meine, ich habe ja doch eine gewisse Gamm-Drohung. Das Blot erstmal verstecken und dann später versuchen, die Partie zu gewinnen. Sein Spiel gewinnt wieder die meisten Spiele, verliert allerdings 17% mehr Gems. Das ist einfach zu viel. Ja, hier. Ach je, den Fehler hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Das ist doch, obwohl 8 nach 4 wollte ich ja spielen. Also mein Fehler wäre jetzt nicht ganz so groß gewesen. Doch, das ist das Spiel, was am wenigsten Schüsse lässt von der Bar. Ich hätte 8 nach 4 gespielt. Aber gut,
So, der ganze Rest. Da war hier noch was. Was ist denn da? Okay. Ah ja. Ja, oh, das ist oh, im Laufen. So ein Fehler kann mir auch passieren. 8 nach 6 ist klar. Ne? Man muss versuchen, alle Steine auf den 6er Punkt zu spielen. Aber dann ist es halt wichtig, auch den 5er Punkt anzuspielen. Man wird wahrscheinlich eh nie perfekt seine Steine auf die 6 kriegen. Und ja, das muss ich mir merken. Das kommt in die Datenbank, dass das 10% mehr Gebens verliert. So ein natürlicher Zug, ne? 2 Crossover da rauslaufen. Wow, jetzt bin ich also, habe ich wieder was gelernt. Also, ich hatte schon das Gefühl, wenn man so viele Steine auf der 8 hat, kriegt man eh nicht alle perfekt auf die 6 gespielt. Also, davon einen auf die 5 zu spielen, ist eigentlich schon recht wenig Verschwendung. Aber dass das so einen Unterschied macht, unglaublich. Naja, spannend. So, ja, das Doppel, das hatte ich ja schon im Match kritisiert. Ich gewinne einfach viel zu viele Spiele und bei der erstbesten Gelegenheit gibt es natürlich den Recube. Also man hat ja gesehen, in welcher Stellung ich zurückgedoppelt habe. Das war bestimmt kein Riesenfehler. Gucken wir mal, da ist noch ein Blunder von ihm. Was? Ja, die hinteren Steine bewegen. Er hat den Midpoint aufgelöst. Er ist ein bisschen früh zu aggressiv gespielt. Insbesondere das Gammon braucht er ja nicht so ganz dringend mehr. Aber es gewinnt auch nicht mehr Gammons. Also wieder den Midpoint zu früh aufgelöst. Vielleicht ist es so ein bisschen eine Tendenz. Also die hinteren Steine allein gelassen. Wenn er den Midpoint behält, dann ist das halb so wild, wenn ich da anker. Dann ist er halt auf dem Weg nach Hause. Ist halt auch voll Blitz gespielt. Ja, und dann kommt noch mein Recube. Wie man sieht, ist genau an der Grenze, kann man vielleicht auch mal ein Rollout machen, wo sich das hin entwickelt. Ich kann ja mal eins starten, weil es kann sogar sein, dass sich das noch Richtung Doppel entwickelt. Also ich werde es jetzt mal ganz kurz starten. Dann sieht man, es sollte eigentlich relativ schnell gehen, vielleicht auch nicht. Also ein paar, naja, es wird auch im Rollout, glaube ich, nicht. Also es bleibt auch an der Grenze. Also es ist jetzt Zeitverschwendung, sich da jetzt, das sich jetzt länger anzugucken, denke ich mal. Also wird das jetzt wieder abgebrochen. Also es ist genau an der Grenze, aber da sieht man, weswegen er nicht doppeln soll, weil ich kann dann bei der erstbesten Gelegenheit den Doppler zurückgeben, seine Gems rausdoppeln. Also er gewinnt ja mehr Gems als ich, bloß was nutzen die ihm nach dem Doppel, wenn der Cube auf 4 ist, also wenn ich den Cube auf 4 zurückgebe. Das passiert halt häufiger mal. Ja, und der Rest, da war dann nichts mehr Besonderes. Ja, nochmal gratuliere, Wolfgang. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Hier an der Stelle möchte ich nochmal WBIF Deutschland empfehlen. Immer ganz tolle Turniere, kostet glaube ich 10 Euro Jahresbeitrag nur zu empfehlen. Und ansonsten nochmal die Erinnerung, wenn ihr es gut fandet, bitte mal liken und abonnieren und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!